Inwieweit, wir können ja auch auf die unterschiedlichen Varianten von Einsätzen. Sie schauen jetzt auf die Uhr, ich schaue nochmal auf, auf unterschiedliche Varianten von Einsätzen. Und um, beinahe hätte ich gesagt, die Tagesschau-Tauglichkeit dieser Veranstaltung zu erhöhen, würde ich dann tatsächlich kommen auf das, was wir seit heute früh spätestens im Radio hören, nämlich die Frage, was ist mit Drohnen zur Aufklärung, beziehungsweise Drohnen, die dann mehr auch können als aufklären, die auch zu Einsätzen ausgerüstet sind, die also gezielte Tötungen im Ernstfall auch durchführen können. Da macht sich der Soldat nicht mehr direkt die Hände schmutzig, wenn ich so sagen darf. Entlastet das? Ist das für Sie zu erwägen? Sie haben mal gesagt, es ich glaube, ethisch unbedenklich hieß das Stichwort. Das würde ich gerne doch, ja. Ich gucke den Minister an. Ich sage das gerne nur. Ich weiß nicht, ob Herr Dutz mal noch zu der anderen Diskussion irgendwas sagen will. Okay, dann, also die Sache ist jetzt nicht heute aktuell, weil eine große Tageszeitung davon eine Seite 2 macht. Das ist natürlich eine längere Diskussion. Aber ich will dem ja gar nicht, will dem gar nicht ausweichen. Ich habe in der Tat mal in einem Interview gesagt, dass jede Waffe ethisch gleichwertig ist. Und habe nach Kritik und einigen Überlegen in 2 anderen Interviews in den letzten Tagen gesagt, dass ich diese Aussage nicht aufrechterhalte. Denn natürlich sind Streubomben, die wir ächten, und Biologie, also biologische und chemische Waffen, nicht ethisch neutral. Dieses Missverständnis, ein Diskurs hat ja auch den Sinn, dass man sozusagen klüger wird. Ich bleibe aber dabei, dass ein Flugzeug mit Pilot und ein Flugzeug ohne Pilot ethisch neutral sind. Denn in jedem Fall haben Sie einen Menschen, der zum Beispiel eine Waffe auslöst. Und es macht ethisch gesehen keinen Unterschied, ob der in der Luft ist oder ob der auf dem Boden ist. Das Gleiche gilt für ein Gewehr oder ein Torpedo oder eine Rakete. Jetzt haben Sie gesagt, Frau Beusen, tja, das ist ein gezieltes Töten. Und daraus entsteht ein Problem. Jetzt will ich zunächst sagen, es ist ein ethisch und militärischer Fortschritt, dass man nicht mehr ungezielt tötet oder Wirkung erzielt. Ja. Die Vermeidung von Kollateralschäden ist ein Fortschritt, würde ich mal sagen. Und daran ist nun heftig gearbeitet worden. Das, finde ich, soll nicht kritisiert werden. Und jeder Gewehrschuss ist ein gezielter Schuss. Also auf allein die Zielgenauigkeit kann es für die ethische Bewertung auch nicht ankommen. Im Gegenteil, je genauer, umso weniger ungezielte Schäden. Das ist nicht zynisch gemeint, sondern das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt ist, man darf nicht aus Einsatzformen Targeting, Killing oder wie Sie das nennen wollen, auf das Waffensystem selbst schließen. Für uns sind die Einsatzregeln, die wir haben, die wir dann auch dem Parlament vorlegen, die wir vorschlagen, immer die gleichen. Und sie müssen völkerrechtlich mit unserer Auffassung des Völkerrechts in Übereinstimmung stehen und all dem, sodass sich die Frage nicht besonders qualitativ anders stellt bei Drohnen im Verhältnis zu bewaffneten Flugzeugen. Nun haben Drohnen noch etliche Vorteile. Sie ermöglichen eine ganz lange Stehzeit, 23, 24 Stunden. Sie gefährden nicht den eigenen Soldaten. Herr Enz hat vorhin gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, dürfen wir sozusagen unser Menschenleben, opfern ist jetzt das falsche Wort, nehmen zu sagen, aber sozusagen aufs Spiel setzen. Hier wäre ein Fall gegeben, wo wir sozusagen das eigene Menschenleben eher schonen. Und es ist eine Art von Beobachtungsgenauigkeit in Verbindung mit Wirkung oder einer Waffe, die es in der Form auch nicht gibt. Also es gibt eine Reihe von handfesten militärischen oder sogar ethischen Vorteilen, aber die sozusagen, sie ist ethisch neutral im Verhältnis zum Flugzeug und sie ist nicht, weil es bestimmte Einsatzformen gibt, die wir nicht machen würden, deswegen als System nicht zu kritisieren. Herr Dutzmann. Also ich denke, die Unterstellung,
die ja immer wieder gemacht wird, ist, dass mit der Möglichkeit des Einsatzes einer bewaffneten Drohne exekutiert wird. Also dass im Grunde Einsatzregeln missachtet werden. Das ist eine Unterstellung, die man vielfach hören kann. Und deswegen bin ich für die Unterscheidung dankbar. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, nochmal das auch zu sehen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jetzt nicht durch diese Form der Waffe die Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt sinkt. Auch das sehe ich nicht. Sondern ich denke, man muss es mindestens unter ethischen Aspekten nochmal bedenken. Die Frage, ist es nicht erstrebenswert, in der Tat die sogenannten Kollateralschäden zu minimieren. Wenn man denn überhaupt darüber nachdenken will, was wir aber müssen. Es ist eine schreckliche Diskussion, aber wir müssen sie führen. Also nun bin ich bei weitem kein Waffenexperte, wie Sie unschwer erkennen können, aber das Problem, was bei der bewaffneten Drohne auftritt, ist, dass man sozusagen sagen kann, hier wird gezielt jemand getötet und zwar nicht irgendwie im Kampf geschehen und weil der mich unmittelbar jetzt bedroht und ich jetzt so unter Druck bin, also jetzt sterbe ich oder er stirbt, sondern es wird ferngesteuert Personen, die vorher identifiziert worden sind als böse, ohne Gerichtsverhandlung werden sie sozusagen ausgeschaltet. Das ist genau die Unterstellung. Aber das passiert doch. Das ist bei jedem Torpedo, bei jeder Rakete auch der Fall. Aha. Und das ist auch das Problem. Das ist auch das Problem, oder? Also da kann man mit der ganzen Rechtsstaatlichkeit, kommt man da natürlich in einen riesigen Konflikt, denn es heißt, das können Sie dann durchaus Exekution nennen jeweils, wenn die unmittelbare Bedrohung nicht so vorhanden ist. Das ist das Problem mit all den Massenvernichtungswaffen, warum die Lehre vom gerechten Krieg natürlich sagte, Massenvernichtungswaffen oder die praktisch so undifferenziert töten, wenn nur das zum Einsatz kommen kann, dann ist das schon mal nicht richtig. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen sehr mittelalterlich. Es muss ein Kampf Mann gegen Mann sein, sonst ist es nicht ehrenrührig. Das sage ich nicht. Der ganze Fortschritt der Militärgeschichte, wenn man so will, oder das Ansehen besteht ja gerade in die eigenen Leute zu schonen und andere zu treffen, ohne dass sie eigen gefährdet werden. Das wird ein ganz dünnes Eis, auf dem wir uns jetzt bewegen, denn der ganze Fortschritt der Militärgeschichte, dann kommt man bis in den Zweiten Weltkrieg und was wir da alles gesehen haben und die Massenbombardierungen und Streubomben und so weiter. Also das ist, ich habe eigentlich keine Lust, Waffensysteme zu diskutieren. Nee, genau, ich auch nicht. Und dieser Frage auf die Militärgeschichte machen wir jetzt auch nicht weiter. Das ist nochmal ein Thema für sich, wo es komplizierter wird, als so, wie wir das jetzt machen. Genau, diese Diskussion werden wir hier nicht führen. Sie haben jetzt das Mikrofon so im Anschlag.